Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Andy Roy P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Together. Genau. Ja, wir haben jetzt Welt 8 erreicht. Im letzten Part haben wir Welt 7 abgeschlossen. Und, ja. Jetzt haben wir herausgefunden, dass Bowser wieder mal die Prinzessin entführt hat. Wer hätte das gedacht? Genau, wer hätte das gedacht? Und ich habe auch im letzten Part das Panzerlevel bereits geschafft. Deswegen macht De Niro jetzt weiter mit dem Schiff-Level. Okay. Und das wird. Also. Das kann es dort werden. Wie man nämlich hier unschwer sehen kann, ist das hier nämlich kein Luftschiff, sondern ein normales Schiff. Oh Mann. Oh Mann. So viel dazu. So viel dazu. Der Part hat gerade erst angefangen und er geht direkt baden. Hat er jetzt wunderbar zum Vorspiel. Ups. Eine Sekunde, mein Controller ist wieder ausgegangen. So, bin ich jetzt wieder dran. Ich gehe jetzt nicht an das Power-Up ran. Bombe. Hier, seht euch nur an, diese Schnelligkeit von den Kanonenkugeln. Das ist nicht unglaublich. Stimmt es eigentlich, wenn er im Wasser landet? Nein, das ist normales Wasser. Okay, gut. Ja, stimmt, weil es sieht ja auf den ersten Blick ja irgendwie aus wie irgendeine braune Brühe. Ja. Wir überlassen da mal eure Fantasie, was ihr darunter versteht. Ja, wäre besser. Weil irgendwie kann man ja auch sagen, dass diese braune Brühe hier irgendwie, wenn es denn wirklich tödlich wäre, dieselbe Wirkung hat wie ein Level bei Super Mario World. Da gab es ja auch so ein Level, wo es darunter ja auch dieses merkwürdige Zeug gibt, wo man ja auch noch instant sterben kann. Ja. Okay, langsam wird es ein bisschen knapp, aber da scheint schon zu Ende zu sein, was? Da ist es zu Ende, auf jeden Fall. War ja kürzer. Das war ja auch immer, das ist ja nur so ein kleines Level gewesen. Und wer erwartet uns da natürlich? Bum Bum. Und deswegen freut euch lieber auf die letzten Male mit Bum Bum, denn er wird nicht mehr so oft dabei sein. Gar nicht mehr. Oder? 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 Ah, ein Bild für die Götter. Ein Bild für die Götter zum... Ich guck mal, was hier überall ist. Ich glaube, ein Bild für die Götter. Ich glaube, zum vierten Mal, glaube ich, oder zum dritten Mal hat er nur noch null Leben. Moment, ja. Da kommen wir nicht rein. Ja, so sieht's jedenfalls aus gleich. Dann eben zum offiziellen Weg. Ja. Ah, sehr schön. So. Dann sind, nehme ich mal den letzten Level. Okay, das Level musst du jetzt machen, weil du wurdest da reingezogen und du bist tot. Ja. Und Game Over. Zum dritten Mal, glaube ich schon. Oh, geil. Oder schon zum vierten Mal. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr mitgezählt. Vielleicht wisst ihr das ja noch. Aber in die Kommentare damit. Aber ich dachte, jetzt gehe ich so nach links einfach. Weißt du, so durch die Dinger durch. Ja. Okay, dann muss man sich da durchschleichen oder durchrennen oder irgendwie sowas. Manchmal aktivieren sich die Level von selber. Wie zum Beispiel in diesem Fall hier könnte ich einfach so durchgehen, aber ich mache das Level trotzdem. Verdammt. Und das war mein Verhängnis. Eigentlich sind dann ja ganz positive Level, weil am Ende gibt's nämlich dafür was. Oder den ganzen Weg hin. Ah. Ja, so weit ist das doch. Da bist du doch schon wieder. Was? Wie? Tisch. Wahrscheinlich war es das noch nicht, ne? Nicht ganz. Aber du hast es vielleicht geschafft. Ich bin rein! Da ist es geschafft. Dafür gibt es sogar noch was. Oh, sehr schön. Oh, geil. Ich glaube sogar, dass wir die gebrauchen könnten. Okay. Ach, die müssen wir jetzt gerade mal machen, okay. Okay, dann mache ich jetzt mal das Level, weil ich konnte ja mich an dem zweiten vorbeischleichen. Oh Gott, ey.
Na? Na, erinnert euch das nicht an irgendwas? Mhm. Das ein Spiel mit dem Namen, ich möchte diesen Titel bitte nicht sagen, mit einem Level, mit dem, den ich so sehr verachte, der mich zum Kotzen bringt. Ja. Okay, da. Da hat man nämlich gesehen, er wurde jetzt gerade in der zweiten Level gezogen. War nicht schon wieder. Und hat schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Den verdammten Schultertasten. Diese Schultertasten, ey. Jetzt nicht so viel Präzisionssprünge, aber es hat schon, okay. Das war schon. Sehr geil. Wie gesagt, diese Level sind auch relativ kurz, deswegen brauchen wir nur 200 Sekunden Zeit. Oh geil, noch mehr Marihuana. Marihuana? Das ist nicht gut. Genauso wie. Darfst du nur hoffen, dass ich nicht Game Over gehe, sonst muss ich meine ganzen Level nochmal machen. Ja. So, jetzt nehme ich einen Pilz. Ich mach das Level jetzt. Ich will jetzt mindestens auf ein Level davon schaffen. Boah, Fischis, wie können die überhaupt in der Lava landen? Verdammt. Oh Mann. Oh komm bitte. Hilfe, 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 Hilfe. Jawohl, ich hab's auch geschafft. Sehr geil. Jetzt krieg ich auch mal ein Blatt. Danke. Yay, yay. Okay. Aber ich hab noch, okay. So, dann muss ich das jetzt hier machen, ne? Mhm. Jetzt solltest du auch aufpassen. Oh Mann. Das ist ein Turbo-Schiff. Ja, und das ist ja, das hier ist auch ein Luftschiff, aber halt ein verdammt schnelles. Ah. Wolltest du da abprallen? Denn ich muss nämlich sagen, dieses Level hier hat mich auch bei meinem Einzelspieler, ja, als ich das selber gespielt habe, auch echt gefordert. Oh Mann. Ich denke mal, auf diese Wolken kannst du irgendwie drauf, aber. Ich glaube nur, dass sie da sind, um sich zu verwirren. Ja, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt hast du erst recht ein Problem. Nein! Ah, da war doch das Ziel. Nein, nicht. Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Guck mal, da steht LOL. 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 Und da steht MOLOL. Ah, wie viele kommen denn danach noch? Ja, mit dem Bereich ja auch schon mal geschafft. Nein! Ich hasse es, wenn man hier ohne Waschbärblatt durchgeht. Weil da sind die Sprünge immer so gefährlich und so. Und wenn ich daran denke, hier, der gute Daniel IP hat das hier. Hier im First Try schon fast bis zum Ende geschafft. Ja. So. Boah. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe. Warum fliegen hier so viele Schraubschlösser durch die Luft? Jawohl. Sehr geil. Natürlich gibt es hier kein Power-Up und wir erwarten uns hier selbstverständlich. Boom, boom. Boah. Nein, du fliegst nicht. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh Mann, da wird ja noch richtig spannend, habe ich so ein Gefühl. Ich auch. Jetzt kommen wir durch das Schloss wahrscheinlich. Ja, nee, das sollten wir nicht machen. Wir sollten einfach den regulären Weg weitergehen. So, wo komme ich denn jetzt hin? Hallo? Oh Mann. Ja. Hier kommen wir noch ein Level. Mhm, hier gibt's noch zwei Level. Hi, na? Also. Und diese beiden Level, das sind echt keine Zuckerschlecken. Nein! Verdammt. Verdammter Trick. Ich bin sogar schon dabei, hier auch ein P-Flügel zu verwenden.
auch aufwärmen, wenn ihr mich dann hassen würdet, was ihr wahrscheinlich dann tun werdet. Ach, was. Danke sehr. Ich hoffe, ja. Sieh, er hasst mich nicht. Nein. Aber wir sind doch hier Best Buddies. Ui. Oh, sieht das schön aus am Himmel. Das sieht so schön aus am Himmel. Oh, dass man hier rein könnte. Ah, was haben wir? Hier. Oh. Drei fette One-Ups. Die will ich haben. Ui. Manchmal, die kann ich auch haben. Theoretisch. Theoretisch schon. Und oh Gott, das hier ist so eine verdammt blöde Stelle hier. Genauso wie die hier. Flieg! Ich bin frei. Sehr gut. Fällt gerade auf, wenn ich irgendwie Game Over gehe, muss ich den ganzen Weg wieder hier zurückrennen, oder? Ja. Aber du müsstest dann nur zwei Level wiederholen. Und hast dann... Wie viele Items hast du überhaupt noch? Nur noch fünf, ne? Ja. Oder hast du noch mehr? Na, ich hab nur die fünf. So, was haben wir denn hier, Alter? Ja? Kann ich ganz nach oben lecken. Ja, dieser Dunkel und dieser Ort ist nicht so ganz so dunkel, wie man aussieht. Also ein schöner Level. Ey, ja. Ich glaube daran, dass wir gleich jemanden treffen werden, diesen Bekanntschaft wir lieber vermeiden möchten. Oh Mann. Genau diesen hier. Ich flieg über hier sollen, was machst du jetzt? Verdammt. Dieser Cheater, ey. Dieser Cheater von der Nero-LP. Wenn ich den erwische, ey. Hui. Hi, na. Ah, das ist das Ziel. Vorbei. Wow. Das war knapp, ey. Das war ein schönes Level. Hey, dann muss man so sagen, das war richtig knapp. Oh Mann. Jetzt ein 32 Level, ich mit meinen 2 Level. Und nun? Es kommt noch diese letzte Festung. Also diese letzte normale Festung hier. Aber war das so viel Zeit? Mist. Wir raten, du musst ja auch wieder vorher Rätsel lösen, ne? Ja. Das hat mich auch, als ich das Spiel am Anfang gespielt habe, auch richtig. Ich fällig gemacht. Oh, kacke Mist. Verdammter Mist, ey. Boah! Denn mittlerweile weiß ich ja, wie das Rätsel hier geht. Was man hier machen kann, geht's hier einfach hier durch. Dann gehe ich wieder da durch. Na, dann holst du ein Power-Up. Genau. So einfach geht das hier. Dann nennt er mich Cheater. Die Sonne hat die Cheater genannt. Ich nicht. Ich würde so etwas nie tun. Der Stern hat's auch vorgebracht. Er ist ja eigentlich dafür da, dass man zurückgeht. Okay, wo war das? Ah, hier war das. Hier war das. So, dann bleiben die stehen. Nicht durch die Tür gehen, sondern dadurch. Müssen wir jetzt ein bisschen warten. Und habt ihr sonst noch irgendwas vor? Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hallo, Bum-Bum. Hier schon wieder, Mann. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich versuche da auch noch meine Familie zu ernähren. Ah. Ich weiß, dass du Frauen und Kinder hast, aber ich habe sie schon getötet. So. Jetzt können wir nämlich über die obere Route, die wir vorhin gesehen haben, mit den beiden Röhren, können wir jetzt hier hingehen. Lang, rechts oder da? Ja, nach links musst du. Ja. Der komplette Scheiß hier. Ah. Wie man hier sehen kann, da ist schon der letzte Level. Oh Mann. Hi, na? So, Bosskampf gegen Panzer. Ja, das wird ja was. Ja. Aha.
uns dem Ziel. Ja. Jetzt sind es nämlich nur noch zwei Level. Aber. Außer noch ein bisschen Nervenkitzel am Ende. Genau, ein bisschen Nervenkitzel am Ende hat noch niemanden geschadet. Ey. Das war ein Begegnungshass. Ah, sehr schön. So, wer auch immer da jetzt kommt, den werde ich auch schaffen. Oh Mann, hi. Es ist Bum Bum, jetzt zum letzten Mal. So. Sehr gut. Das ist dein Ende, Bum Bum. Ausgezeichnet. Wir erwarten dich wieder, wenn du in Super Mario 3D Land, da bist du nämlich wieder gekommen. So, liebe Leute. Jetzt kommt nur das letzte Level, oder? Genau, jetzt kommt nur noch dieses letzte Level. Aber das sehen wir im nächsten Part. Jo. Wenn es dann heißt, das große Finale. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Daniro LP. Und ich hoffe, ihr seid beim Finale dabei. Ja, hoffe ich auch. Bis dann. Ciao, ciao.